Greenpeace vient de mener une action devant le Centre international de conférences de Genève. Nous sommes ici pour rappeler aux chefs d'État de la planète qu'il est urgent de passer de la rhétorique à l'action et de prendre des mesures drastiques afin de protéger efficacement le climat. Ce qui signifie pour les pays industrialisés une réduction de 40% des émissions de CO2 par rapport à leur niveau de 1990. Die Klimawissenschaft und die Politiker sind sich einig, dass die Klimaerwärmung höchstens 2 Grad Celsius betragen darf, weil sonst die Folgen für die Menschheit unkontrollierbar wären. Das Perfide daran ist jetzt aber, dass die Politik, wenn es um die Maßnahmen geht, dass sie da kneift. Die klimawissenschaftlichen Erkenntnisse, die werden absolut ignoriert. Man setzt Maßnahmen, die zu einer Erwärmung von 4 bis 6 Grad führen würden, und das geht einfach nicht. Das ist viel zu viel, man weiß das. Das wäre für die zukünftigen Gesellschaften, wären unter solchen Umständen nicht mehr überlebensfähig.